Herr Präsident, meine Damen und Herren, Maastricht bewirbt sich zusammen mit der Region Maas-Rhein als Kulturhauptstadt Europas 2018. Ich freue mich, dass alle Fraktionen hier gemeinsam, dass wir hier heute als Landtag unsere Unterstützung signalisieren, und ich will Ihnen auch sagen, warum. Die Bewerbung spricht genau das an, was uns bewegt und beschäftigt, die Zukunft Europas. Es bewirbt sich eine Region, die 3 Staaten, 5 Kulturkreise und 4 Sprachen umfasst. Eine Region, die seit vielen Jahren zusammengewachsen ist. Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen sind vielfältig und lebendig. Täglich überqueren Menschen Grenzen, die sie nicht mehr als Grenzen wahrnehmen. Selbstverständlich lebt und arbeitet man zusammen. Es ist vielleicht ein kleines Stück europäische Identität, die man hier erleben und entdecken kann. Europa wiederentdecken. Das ist auch der Titel der Bewerbung Maastrichts. Das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen vom Kulturausschuss und auch mich begeistert hat, als wir Anfang des Jahres Maastricht besuchten und uns die Bewerbung vorstellen ließen. Die Region will mit ihrem Programm Europa wiederentdecken mit der Kraft der Kultur. Sie möchte das leider fast vergessene Kulturkapitel des Maastrichter Vertrags von 1992 wiederbeleben. Die Bewerbung stellt vor allem die Partizipation junger Menschen ins Zentrum der Generation Maastricht, also die in den 90er Jahren geborenen jungen Menschen. Es gab hier bereits eine Vielzahl von Aktionen und tollen Projekten. Bei der erfolgreichen Bewerbung sollen die Teil des Programms werden. Und das ist auch ein Beleg dafür, dass es hier nicht um ein Event geht, was sich nur auf 2018 beschränkt, sondern dass Maastricht einen Prozess gehen möchte, der bereits begonnen hat. Europa wiederentdecken. Das bedeutet, nach den Grundlagen Europas zu suchen. Was verbindet uns? Eine jüngst veröffentlichte Online-Umfrage des Goethe-Instituts in 24 Sprachen und 30 Ländern mit über 30.000 Teilnehmerinnen kam zu einem, wie ich finde, überraschenden Ergebnis. Auf die Frage, was Europa zusammenhält, antwortete eine Mehrheit nicht etwa Wirtschaft oder den Euro, sondern die Kultur. Offensichtlich hat Europa jenseits aller nationalen Unterschiede für viele Menschen ein Existenzrecht aufgrund einer gemeinsamen kulturellen Basis. Die Kultur verbindet Menschen, führt uns im Alltag zusammen, sorgt dafür, dass sich Geschichten zwischen uns entwickeln, dass sich neue Auffassungen herausbilden und dass Raum für Kreativität und kritisches Denken entsteht. Das verbindet uns. Die wachsende Distanz zwischen dem Europa der Institutionen und den europäischen Bürgerinnen kann Kultur natürlich nicht alleine überbrücken. Es ist aber auch nicht die primäre Aufgabe von Kunst und Kultur. Aber das Programm Maastricht will versuchen, mit der Kultur eine Brücke zu bauen zwischen den Bürgern. Der Austausch zwischen Niederländern, Belgiern und Deutschen, zwischen den Flamen, Wallonen, Limburgern und der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, zwischen französisch, niederländisch und deutschsprachigen Belgiern, der niederländischsprachigen Bevölkerung Maastrichts, der deutschsprachigen Bevölkerung Aachens und den Studentinnen und Migranten aus aller Welt, die in der Euregio leben und arbeiten, sorgt für ein Klima der Aufgeschlossenheit. Hier hat sich die Erkenntnis schon durchgesetzt, die europäische Einheit kann nur eine Einheit in Vielfalt sein. Und diese Erkenntnis will die Region als Kulturhauptstadt erlebbar machen und nahe bringen. Wir in Nordrhein-Westfalen, und das hat der Kollege Schultheiß ja schon ausgeführt, wissen, was die Auszeichnung als Kulturhauptstadt alles bewirken kann. Ruhr 2010, das waren über 5.500 Veranstaltungen, 10 Millionen Besucher. Die Tourismuszahlen sind über 13% gestiegen. 1/5 der Besucher kamen aus dem Ausland. Und das Kulturhauptstadtjahr führte zu neuen Investitionen in Höhe von insgesamt rund 500 Millionen Euro. Und aufgrund der Auswertung von Ruhr 2010 rechnet man in Maastricht mit dem Faktor 1:6. Mit Verlaub, diesem Impact würden wir uns für manche Wirtschaftsförderung auch wünschen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die Stadt Aachen sowie mehrere Gemeinden sich an dieser Bewerbung beteiligen. Und ich freue mich, dass wir als Land dabei sein werden. Die Kultur ist der Zement für ein europäisches Fundament, wie ich finde, sehr viel mehr als der Euro. Genau das ist die Botschaft der Bewerbung und lässt sich in einem Satz zusammenfassen, mit dem ich schließen möchte. Er findet sich auf Seite 2 der Bewerbung Maastrichts und stammt von Jean Monnet. Wenn ich Europa noch einmal von vorne beginnen dürfte, ich würde mit der Kultur beginnen. Vielen Dank.